WB, SD, SSI. Writing Bull sucht die super Strategie-Idee. Dein Wort zählt. So heißt unser Livestream. Von mir, Writing Bull, YouTuber für Strategiespiele. Und von Johannes Reitmann von Acer Interactive, einem Münchner Entwicklerstudio mit 3 Dutzend Mitarbeitern und mit dem großen Wunsch, von meiner Community, von meiner Strategiespieler-Community zu erfahren, welches Spiel oder welche Art von Spiel sie als nächstes entwickeln sollten. Johannes, willkommen. Hallo Daniel, freut mich, dass ich da sein darf. 3 unterschiedliche Konzepte aus eurer geheimen Entwickler-Konzepte-Schublade wirst du rausziehen während des Streams. Diesen Sonntag, den 1. Juli ab 19 Uhr, parallel bei mir auf Twitch und auf meinem YouTube-Kanal, und wirst mit Hilfe von Artwork, mit Screenshots, mit Konzeptzeichnungen versuchen rüberzubringen, was da in der Schublade schlummert. Was ist denn das, was du dir davon versprichst? Was soll das Feedback meiner Community euch bringen? Wir sind natürlich ganz gespannt, was an den einzelnen 3 Konzepten, die wir vorstellen werden, was daran gefällt, was daran nicht gefällt, wo vielleicht noch Ideen aus der Community dazukommen, was man noch einbauen könnte. Und am Ende des Tages natürlich, was das Konzept ist, was am interessantesten klingt für die verschiedenen Strategiespielfans. Es sind wirklich unterschiedliche Spiele in unterschiedlichen Spielwelten aus unterschiedlichen Strategie-Subgenres mit ganz unterschiedlichen Gameplay-Ideen. Üblicherweise, um das mal klipp und klar zu sagen, sind das keine Ideen, mit denen Entwickler frühzeitig in der Öffentlichkeit hausieren gehen oder die sie gar ihren Fans zeigen. Das ist ein ganz, ganz unüblicher Weg. Wenn ich mich nicht ganz schwer irre, ist es das erste Mal, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass Entwicklerstudio diesen Weg geht, sich eine Community zu schnappen für ihr Spiel oder für ihre Spielideen und die mal frühzeitig, bevor ihr damit zu einem Publisher geht, also zu den Finanziers solcher Ideen, die Spiele schon mal der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu hoffen, dass kein anderes Entwicklerstudio die mobst, nachdem sie öffentlich kundgetan worden sind und dann das Feedback von euch sich reinholt, von euch Fans. 3 meiner Community-Moderatoren aus der Tafelrunde, meinem Community-Team, werden eines dieser 3 Spiele euch auch präsentieren, haben sich vorab ganz genau angeschaut, worum es da geht, und werden für das Spiel ihrer Wahl für euch werben. Ihr könnt mit eurem Feedback beeinflussen, wie sich die Konzepte im Detail noch ändern sollen. Das heißt, ihr könnt Johannes unter die Nase reiben, so und so ist mein Geschmack und so hoffe ich auch, dass der Mehrheitsgeschmack der Fans sein wird. Und ihr könnt ganz am Schluss natürlich auch sagen, welches Spiel das ist, das ihr persönlich am schönsten findet. Und das hat dann mutmaßlich auch die besten Aussichten, verwirklicht zu werden. Das alles gibt es diesen Sonntag, 1. Juli ab 19 Uhr. Für alle, die im Live-Chat dabei sind, auf Twitch und auf YouTube, gibt es auch was zu gewinnen. Einige signierte Poster von den 3 unterschiedlichen Spielen. Ihr könnt euch sagen, ja, von dem einen Spiel, da hätte ich gerne, dass ihr mir eine Konzeptzeichnung ausdruckt und zuschickt und dass die Entwickler mir die signieren. Ich habe auch ein paar Keys von einem anderen Spiel, ein paar Preview-Keys, die ich unter euch verlosen werde. Gibt es alles zu erleben diesen Sonntag ab 19 Uhr. Ich freue mich auf euch und Johannes sicher auch.